Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Against the Storm. Ja, wir sind hier in den königlichen Landen unterwegs und versuchen uns dieses wunderschöne Wäldchen anheimfallen zu lassen. Und wir haben jetzt in der letzten Folge hier schon ein bisschen gestartet und gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Wir haben halt noch nicht so viele Einwohner, 16. Und da muss man natürlich sehen, dass man die gut verteilt. Und wir haben jetzt hier oben... Ist einer drin, ne? Der Steinmetzman, der aber Lehm holt. Aber gelegentlich sind da Steine, glaube ich, mit dabei. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist jetzt hier Kupfer und auch Wurzeln sind dabei. Entschuldigung. Aber gut, vielleicht finden wir ja auch noch Stein. So, hier ist momentan niemand drin. Ich glaube, dass wir aber auch nur eine Person zur Verfügung haben tatsächlich. Aber wir brauchen auch noch einen Baumeister. Denn die Wege hier, ihr seht das, die sind alle noch nicht gebaut. Die müssen gebaut werden. So, ja. Wir können neue Sachen auswählen. Stimmt. Das sollten wir tunlichst mal tun. Neue Missionsziele brauchen wir auch. Wir haben nur noch eins offen. Was ist denn das? Ästhetik 10, Dekoration. Okay, das ist einfach. Was nehmen wir denn da besser? Ich würde sagen, das hier, oder? Ja, ja. So, und dann haben wir hier diese eigene Empathie. Zweimal Empathie. 40 Bier. Und die Schenke. Das ist sehr alkohollastig. Aber allerdings... ich würde schon mal gerne Bier brauen, ehrlich gesagt. Wir machen das mal. Und da wir ja wahrscheinlich bald Getreide anbauen, müsste das mit dem Bier eigentlich gehen. So, was haben wir hier? Hier sind Wege schon vorinstalliert und Zäune. Ein kleines Haus. Ein Trapperlager. Und zwar ein normales Trapperlager. Aber wir haben ja auch schon. Können wir ja bauen. Aber das kann direkt hier stehen bleiben eigentlich. Und dann arbeitet hier schon jemand drin. Ach Quatsch, die können doch gar nicht arbeiten. Wir müssen das erstmal neu bauen. Mit zwei Teilen. Die haben wir aber, glaube ich. Dann machen wir das nämlich. Weil da kann hier direkt gelootet werden. So. Das war das. Dann haben wir hier neue Grundsteine. 3 Lehm pro Minute. Haben wir schon. Das heißt 6 Lehm pro Minute. Was soll ich mit dem ganzen Lehm? Lassen wir weg. Vor allem Lehm wird ja auch noch abgebaut. Blutpreisvertrag. Ein zwielichtiger, aber lukrativer Deal. Jedes Mal, wenn ein Dorfbewohner stirbt oder weggeht, erhältst du 10 Bernstein. Oder Warenpakete. Machen wir mal das. Das scheint mir noch am sinnvollsten zu sein. So, neue Leute. Und zwar brauchen wir viele Leute. Deswegen erübrigt sich hier die Frage, was wir nehmen. So, vor allen Dingen Biber brauchen wir auch. Das heißt, hier kann auch direkt noch eine Eidechse drin arbeiten, damit hier richtig schön was reinkommt. Hier braucht eigentlich erstmal tatsächlich niemand arbeiten. Hier lassen wir auch erstmal eine Person. Hier gab es Flachs. Das reicht auch erstmal mit einer. Hier arbeiten schon 2. Ja, wichtig ist unsere Holzfäller. Holzfäller-Leute hier. Dann machen wir nämlich da wieder einen Biber rein. Und hier haben wir nämlich jetzt wieder was Böses entdeckt. Was ist hiermit eigentlich? Ist das jetzt mal... Was heißt denn das Richtige? Das wurde schon gemacht, oder? Denke ich. Das könnte ich auch verschieben. Das ist jetzt eine Ästhetik Dings. Guck, da steht auch schon 1 von 10. Das ist doch nicht schlecht. So, dann haben wir hier offenes Gewölbe. Das können wir vergraben. Ist das eigentlich dann auch eine Empathieentscheidung? Das weiß ich jetzt nicht. Wir können es vergraben oder das Ritual ausführen. Das würde uns Luxusgüterpakete bringen. Allerdings... Und auch Tafeln. Haben wir, glaube ich, kein... Wir könnten das mit Harz machen.
Aber kriegen dann natürlich auch diesen Effekt hier. Aber egal, wir machen das mal so. Ich will Zeug. Ich will richtig looten. So, jetzt müssen wir uns hier unten mal neue Gebäude aussuchen. Da wir ja jetzt auf jeden Fall versuchen wollen, auch Bier zu brauen, müssen wir mal gucken, dass wir das darauf abzielen. Da würde sich natürlich... Hier wird sogar Bier gebraut im Schreibhaus. Das ist auch irgendwie komisch, oder? Ja. Den Brennofen brauchen wir eigentlich... Doch, den brauchen wir eigentlich, ne? Müssen wir mal gerade gucken. Gerade Pause, bitte. Wie sieht das denn aus mit Brennmaterial? Wir haben... Moment mal. Das ist doch hier Brennstoff und Erkundung. Okay. Ich wollte gerade sagen, die hier werden noch nicht verbrannt, die Werkzeuge. Holz. Wir könnten natürlich aus dem Holz durch den Brennofen Kohle machen, was natürlich sehr sinnvoll ist eigentlich. Weil dadurch brennt das Teil einfach viel, viel länger. Verbraucht deutlich weniger. Soweit wie ich das in Erinnerung habe. Weil ich weiß gar nicht, ob es hier in den Landen überhaupt Minen gibt. Aber ich meine schon. Aber nicht so häufig wie zum Beispiel in dem Sumpf, glaube ich. Das heißt, das wäre schon mal nicht so schlecht. Jetzt ist die Frage, was haben wir momentan für Möglichkeiten, Bier zu brauen eigentlich? Momentan haben wir die kleine Farm, die kann schon mal Getreide produzieren. Das heißt, wir hätten Getreide. Aber ich glaube, wir haben nichts... was Bier brauen kann, soweit ich das in Erinnerung habe. Wir haben... Woher haben wir denn eigentlich Schilf? Wir haben auf jeden Fall sehr viele Pflanzenfasern. Wir haben... Ja, leider gerade kein Getreide. Wo kann ich jetzt sehen, womit wir Bier brauen können, ist jetzt die Frage. Also der Regenkollektor nicht. Kann aber sein, dass wir davon das brauchen. Ach, die Regenmühle wollte ich auch gucken. Nee. Die auch nicht. Die kann Mehl machen, brauchen wir aber, glaube ich, nicht zum Bier brauen. Das heißt, wir haben gerade nichts, wenn ich das richtig sehe, was Bier brauen kann. Das heißt gar nichts. Wir brauchen... Dann würde ich jetzt als erstes sagen, wir nehmen das Schreibhaus, ne? Da können wir Stiftrollen machen. Brennofen ist natürlich, wie gesagt, auch wichtig. Aber wir nehmen jetzt das Schreibhaus. So, dann haben wir hier. Brauchen wir jetzt die Brennerei? Ist jetzt die Frage. Brauchen wir auf jeden Fall die Schenke. Ich muss ja das Bier in irgendwas reinmachen. Brauche ich dafür Fässer oder brauche ich dafür Trinkschläuche? Das ist jetzt das große Problem. Warte mal, könnte ich ja vielleicht gucken, indem ich hier, wo ist es, das Schreibhaus mal anklicke. Das können wir sowieso schon mal bauen, auf jeden Fall. Am besten hier so nach unten, weil da die Getreide-Production wartet. So, dann können wir uns das mal ansehen. Und zwar, das hier ist Bier. Und es braucht entweder Keramikfässer oder Trinkschläuche. Und Keramik war Bäckerei, Ziegelei, Pochwerk. Das Pochwerk haben wir definitiv nicht. Und die Ziegelei haben wir, glaube ich, auch nicht. Also das können wir momentan knicken. Allerdings haben wir ja hier zur Auswahl die Brennerei oder halt den Lederarbeiter. Dann ist wiederum die Frage, Trinkschläuche. Sind die einfacher oder besser herzustellen als Fässer? Braucht ein Fass Metall, weil dann... Hier steht immer nur... Warte mal, gibt es hier nicht irgendwo das Rezeptbuch? Verbrauchsartikel Biero... Kann übrigens auch aus Wurzeln gewonnen werden. Aber wo sehe ich denn jetzt wie Fässer hergestellt werden? Baumaterialien. Da ist nur das aufgelistet, was man schon hat, oder?
Aber Bier haben wir nicht. Hier ist ja noch krasse Statistiken tatsächlich. Ja, was mache ich jetzt? Mal Fässer oder mal Trinkschläuche? Ich mach Fässer. Da können wir auch Haferbrei herstellen übrigens. In der Brennerei. Und da ist auch die Schenke. Die brauchen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden. Gut, dann müsste das jetzt eigentlich machbar sein mit dem Bier. Heißt für uns, die kleinen Farmen bauen. Das heißt, hier muss noch ein bisschen gefällt werden. Also die werden erstmal noch was zu tun haben, will ich damit sagen. Können wir mal weitermachen jetzt. Ja, man muss das alles hier auch gut auswählen, ne? Brauchen neue Häuser. Ist schon fertig. Können wir da jetzt eigentlich gerade irgendwas machen? Theoretisch könnten wir jetzt Schriftrollen herstellen. Aber ich wüsste nicht, wofür aktuell. Beziehungsweise können wir eh nicht, weil ich gar keine Pigmente habe. Da fängt wieder das Pigmente-Ding an. Wir sollten mir langsam auch mal Stoff herstellen. Das heißt, hier kann auch mal noch jemand arbeiten. Wir stellen nämlich derzeit überhaupt keinen Stoff her. Das sollte schon gemacht werden. Übrigens sehr schlecht, ne? Die Werkbank hier. Die ist natürlich... nicht so geil eigentlich. Vielleicht sollten wir dann lieber den Weber bauen. Das ist sinnvoller. Für die Stoffproduktion. Dann machen wir das hier nämlich doch nicht. Hatte ich hier nicht schon Leute reingeschickt? Die können auf jeden Fall hier erstmal noch weiter. Wobei. Da können wir auch noch gerade. Ach, guck mal, da ist auch wieder Felder sind da. Entdecken wir die noch und dann machen wir hier einen Knubbel weg. Und dann machen wir hier noch ein neues Dorf irgendwann hin. So, was soll man eigentlich hier noch machen momentan? Was, ey, wir haben nichts... Weder Stein noch sonst irgendwie großartig was. Überlege noch einen dritten Holzfäller zu bauen. Boah, ich kriege mir 6 Leute, Leute. Bauarbeiter ist gegangen. Aber Leute, kriegen wir genug eigentlich. Ich mach das jetzt hier mit Eiern. So. Ich glaube, ich baue noch einen Holzfäller. Die Schenke warten wir noch gerade ein bisschen mit. Der Weber ist fertig. Irgendjemand weberig. Ach ja, stimmt, die Stoffheinis hier.
Machen wir hier noch einen weiteren Webe rein. Nein. So, jetzt wird da mal erstmal schön Stoff produziert. Was, wie sieht es eigentlich aus mit unserer Produktion von Ziegeln? Da haben wir nämlich nur zwei von und massig Lehm. Bedeutet, wir müssen das auch mal machen. Die Frage ist, ob wir das hier machen oder was Besseres dafür haben. Weil hier, dass ihr seht, dass die Sterne sind nicht mal ausgefüllt. Das heißt, es ist sehr schlechtes Geschäft für uns, das da zu machen. Aber ich glaube... Wobei, hier. Nee. War falsch geguckt. Wir können tatsächlich, glaube ich, nur... Nur in unserer primitiven Werkbank Ziegel herstellen. Was natürlich blöde ist. Aber gut, ist dann jetzt erstmal so. Wir brauchen Ziegeln. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, definitiv keine Nahrungsprobleme. Wenn ich das richtig überblicke. Auf jeden Fall genug Schrimps und Eier. Und hier, könnte ich theoretisch noch weiterhin Kräuter sammeln. Bei denen müssen wir echt auch mal gucken. Wo arbeiten denn meine ganzen Echsen? Ich habe 4 Echsen, das heißt, irgendwo muss eine Echse arbeiten, die aber auch gerne... Hier, der macht das hier gerade. Okay, dann lassen wir den das jetzt auch gerade fertig machen. Das Ding ist auch bald weg. Ah, Gex Runenschuppe ist hier. Mit dem kann man handeln. Was hat er denn? Was hat er denn für uns? Echt wenig Gold derzeit. Erhältst du 3 Weihrauch? Nur Ecker. Der Kräutergarten. Brauche ich den? 2 Teeproduktion auf jeden Ertrag. Tee? Von dem Tee habe ich noch nichts gehört. Tee ist neu für mich. Muss ich hier irgendwas? Brauchen wir irgendwas? Für Steine bräuchten wir höchstens. Weil da hoffe ich eigentlich noch auf eine eigene Produktion. Andererseits können wir hier ruhig auch mal ein paar Steine holen. Wenn wir hier diese Tafeln... da kann ich aber noch was dann... Machen wir das so. War das hier? Nee, ja, uff. Ist der das oder was? Ach, das ist der. Okay. Ich dachte, das wäre ein Haus. Okay, gut. Der Holzfäller, noch einen weiteren Holzfäller bringt uns gerade nichts. Weil wir nicht genug Biber haben. Wie viele Biber? Wir haben 8 Biber. Ah, einen neuen Grundstein. Sicherer Perimeter. Durch Sicherung der tödlichen Winkel wird der Wald wesentlich weniger furchterregend. Jede entdeckte, verbotene Lichtung verringert die durch gefährliche oder verbotene Lichtungen erhaltene Feindseligkeit um 3 und die durch kleine Lichtung erhaltene Feindseligkeit um 2. Der Bonus wird rückwirkend verliehen. Dankbare Familien. Verwandte deiner Dorfwohner senden dir Geschenke, weil du ihre Familien erhalte je vollem durch hohe Entschlossenheit erlangte Reputationspunkt 40 Trinkschläuche. Haben wir das jemals geschafft? Ich glaube nicht. Verlassene Wohnwagen. Die globale Produktionsgeschwindigkeit ist 33%, aber die Händler kommen 50% langsamer an. Ist mir dann auch egal. Bringt es eigentlich was, 2 von denen zu bauen? Nee, ne, da kommt... Nee, das wäre dumm. Also von den Entwicklern, das so zu machen. Gut. Das heißt, langsam jetzt müsste eigentlich auch mal unsere Stoffproduktion in Gang kommen, ja. Und aber auch... die Produktion von Ziegeln.
Wie viele Bretter haben wir aktuell? 39, ist auch nicht so viel. Aber auch da, wir haben uns jetzt so auf Bier spezialisiert, dass wir gar keine Zeit haben, beziehungsweise keine Möglichkeiten. Na, Moment mal gerade. Nein, nee, ist Kleinfarm. Ich dachte gerade schon, dass das ein Kräutergarten ist. Können wir nämlich hier schon mal Kleinfarmen hinbauen. Ja, die muss hier in die Ecke. Damit die alle Felder da mitnimmt. Aber gut, die sind ja dran hier, die sind dran. Den Wald hier will ich auch noch komplett wegkriegen, damit wir das hier bebauen können. So, das hier ist auch gleich fertig. Hier unten sind noch drei große Fleischvorkommen. Auch nicht schlecht. Ja, und dann müssen wir jetzt demnächst mal die Brennerei bauen, um Fässer zu bauen. Und da bin ich mal gespannt, was wir denn für Fässer überhaupt brauchen. Also, womit man die bauen kann. So, Kleinfarm ist fertig. Das müssten eigentlich Menschen sein, die hier arbeiten. Achso, warte mal. Ach, blöd. Wir müssen erstmal die Äcker bauen noch. Können wir hier auch schon mal bauen. Der Zork ist da, der Herr Zork. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Sie bleiben noch eine Minute, richtig? Da müssen wir nämlich mal gerade gucken, wann wird das hier denn mal hochgeliefert? Weil dann habe ich mehr Geld quasi zum Handeln. Ah, da sind schon 10 oben. Alles klar. Zork, was bietest du mir hier? Plus 2 auf Haferbrei-Produktion. Jeden Ertrag erhältst du zusätzlich Haferbrei. Nicht schlecht, da wir bald Haferbrei machen. Bauernpaket. Jeder Bauer kann... Jeder Bauer. Was sind Bauern? Das sind ja nicht viele. Die Pflanzen von Feldfrüchten. Das Pflanzen von... Oh, weiß ich nicht. Da würde ich ja eher das hier nehmen. Das, ja, das kauft er immer direkt. Oh, je. Egal, haben wir es jetzt. Das haben wir jetzt. Brauchen wir irgendwelche Waren? Aktuell nicht, würde ich sagen. Ich könnte Öl kaufen, aber das aktuell nicht herstellen, aber auch nicht brauchen. Vielleicht brauchen wir es hier gar nicht. Ich weiß nicht, wie das mit diesen Steuern-Dings ist. Ah, neue Leute, das ist wichtig. Jeweils 5. 2 Echsen, 2 Biber, ja, da wir genug von denen haben. Neue Leute. So, dann können hier schon mal 2 Echsen rein wegen mir. Wobei, nee. Oh, Echse weg. Die kommt da rein. Weil wir wollen, ich will hier, glaube ich, noch ein Trapper-Lager reinbauen, um die Fleischproduktion nochmal anzukurbeln. Da kommen dann die Echsen rein. Weil wir haben momentan nicht so viel Fleisch und auch nur die hier, die da das Fleisch abjuckeln. Flachs sieht ja momentan eigentlich auch ganz gut aus, alles. So, da werden die ersten Felder angebaut, aber noch nicht bestellt. Das wird dann gleich passieren. Ach so, warte mal, brauchen wir Gemüse? Nee. Macht man nur Getreide jetzt. Ich brauche kein Gemüse. Hier ist auch noch Gemüse. Kann ich abbauen, theoretisch. Können wir abbauen. Ja, wir müssen natürlich auch uns weiterentwickeln hier und weiter erkunden. Die gehen jetzt hier nach unten. Das passt schon. 5 Shrimps. Das ist gut. Die Shrimps-Produktion immer da, immer am Start. Neue Missionen. Verkaufe Waren im Wert von mindestens 500. Oh. Verkaufen. Was erhalte ich denn da? Handelsvertrag. Da können wir das wieder ausgleichen von eben. Den Malus. Oder Trainingsausrüstung bauen und eine Clanhalle. Also das zielt auf Schlägereien und damit Echsen, glaube ich, ab, die das mögen.
Oha. Pasteten machen und 50 Kekse machen. Oder Luxusgüter. Ich weiß nicht, was hier einfacher ist. Wir haben schon 10 Luxusgüter. Das wäre dann nur noch die Hälfte, die wir hier machen müssen. Allerdings gefällt mir hier die Belohnung mehr. Aber egal, wir machen mal das. So. Müsste ja... Ja, 10 haben wir schon. Okay. Also es wird jetzt nichts dran vorbeiführen, dass ich noch so ein Holzfällerlager baue. Weil ich will mich ja auch mal hier noch ein bisschen weiter... ein bisschen weiter erkunden. Vor allem hier muss mal jetzt reingehackt werden. Hier ist auch wieder so ein dicker, ganz dicker. Überhaupt außen scheinen mehrere von diesen dicken zu sein. Aber hier, das muss erstmal gemacht werden. Ja. Das könnte ich übrigens verschieben. Aber ist mir da jetzt auch nicht im Weg. Ich muss uns merken, dass hier ein Biber arbeitet, der mir gleich einen Holzfäller schicken. Apropos Holzfäller, was ist jetzt hier mit den Fässern los? Fuck! Ich wusste es doch, ey. Wir hätten doch Trinkschläuche nehmen sollen, mit Trottel. Und hier brauchen wir Nieselregenwasser, ja? Scheiße, ey. Das ist nach hinten losgegangen jetzt. Werden Fässer denn verbraucht eigentlich? Wahrscheinlich noch. Tja. Kann ich momentan gar keinen Regenkollektor bauen, weil er 3 Teile braucht. Eieieiei, ich brauche unbedingt... Alles nicht so gut aus. Ich brauche Minen und ich muss unbedingt irgendwie was schmelzen. Wäre so gut, wenn man selber Teile und Dings herstellen könnte und Haken und so. Ein bisschen Bier könnte ich jetzt machen, aber ich weiß nicht, ob das für 40 Bier reicht. Ich könnte 30 Fässer herstellen. Es gibt 10 Bier aus 2 Fässern. Ist das richtig? Ja, da kann man doch einiges herstellen, tatsächlich, mit dem bisschen, was wir haben. Dann machen wir das jetzt. Also ich habe gerade keine Leute frei. Aber dann machen die Fässer mit dem Zeug hier. Wenn ich gleich Leute kriege. Erstmal noch ein Grundstein hier. Keksdiät, das Lieblingsgericht eines Bauern. Bauern haben eine Chance von 75% doppelte Erträge zu erzielen, wenn der Effekt Kekse aktiv ist. Das heißt, wenn er aktiv ist. Das heißt, wenn ich Kekse habe, ne?
Getreideanbau, die Getreideproduktion wird. Ja, das ist doch schon mal gut. Gut, Leute, ich sehe gerade, dass die Folge zu Ende ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal hier mal Pause. Und dann gucken wir mal, wie viel Bier wir jetzt rauskriegen aus dem Ganzen. Das wird ja schließlich wahrscheinlich auch verbraucht. Da müssen wir eine Schenke bauen. Ah. Und dann schauen wir weiter. Ich sag tschüss, macht's gut, euer Brille.